Wo sind Alex und ihr Freund? Sie verpasst eine großartige Party. Ich bin sicher, sie amüsieren sich bestens. Wie unanständig. Dann denke ich, müssen wir uns auch gut amüsieren müssen. Wow, nein, das... nein, das sollten wir lieber nicht. Verzeihen Sie, Miss Case, aber ich möchte nicht, dass Sie eine falsche Vorstellung haben. Nennen Sie mich Gert. Okay. Sie erinnern mich an meinen letzten Ehemann. Er war auch schüchtern. Ich spüre, wie ihr Herz schlägt. Oh, sie strotzt ja vor Muskeln. Sir? Ma'am? Ist alles in Ordnung? Hi. Sie fühlen sich besser, wie ich sehe? Ja, viel besser. Danke. Also brauchen Sie das Zimmer nicht mehr? Naja, könnten wir vielleicht noch ein paar Minuten bleiben? Ja, Ma'am. Au, das kitzelt. Oh, Entschuldigung. Es war der Ruf der Natur. Aha. Und danke, dass Sie sich um meine Frau gekümmert haben. Da hat sich schon jemand drum gekümmert. Gab's Probleme? Nichts, was ich nicht regeln konnte. Die Hand? Darf ich? Nein. In meiner Handtasche ist es vielleicht unauffälliger. Netter Versuch. Ich will nur helfen. Ja, Schätzchen. Auf diese Hilfe kann ich verzichten. Oh, das ist ein sehr langes Lied. Ich hoffe, es ist nie enden wird. Wie laufen denn die Nachforschungen? Sie sind sehr zeitaufwendig. Über den Tod der Baron-Brüder wird sehr viel geredet. Das ist schon seltsam. Glauben Sie, es besteht eine Verbindung zu Sheilas Tod? Ja, das glauben wir. Ich denke, sie hatte sich selbst zu schreiben, sozusagen im biblischen Sinne. Was meinen Sie? Wissen Sie das nicht von Ihrem Vater? Nein. Kommen Sie näher. Ich flüstere es Ihnen zu. Die Leute sagen, dass der alte Mann keines natürlichen Todes gestorben sei. Und wie dann? Dem Gericht zufolge haben es die Jungs getan. Es wurde nie etwas bewiesen, trotzdem. Die Leute tuschen. Okay. Und stand Sheila in irgendeiner Verbindung zu Ihnen? Nein, nicht, dass ich davon wüsste. Hat sich in Sheilas Leben irgendeine Tragödie ereignet? Ja, es gab tatsächlich diesen Autounfall, als sie noch ein Teenager war. Was ist passiert? Ihr Wagen überschlug sich. Sie war okay, aber ihr Cousin Brian kam ums Leben. Wieso ist das so wichtig? Hallo. Amüsieren Sie sich gut? Es ist hinreißend. Er will mich. Oh, ich werde Gert unter die kalte Dusche stellen. Gute Idee. Wir sehen uns auf dem Friedhof. Du riechst nach Sex.